Dutchman 1 an alle. Zug. Thank you very much. Talk to you later. Bye. The truck, der LKW steht bei Arnheim. Wir haben also noch ein paar Stunden. Trotzdem, erhöhte Aufmerksamkeit. Sie wissen warum. Gehen wir jetzt auch mal auf Position, Herr Driesbach, ne? Tun Sie das. Augenblick noch. Gibt es neue Erkenntnisse im Mordfall Hackenberg? Warum? Weil es sein könnte, dass er Opfer einer privaten Rache geworden ist. So, wie kommen Sie darauf? Es gibt einen Hinweis. Einen Hinweis? Sie scheinen eine mehr als undeutliche Vorstellung von unserer Arbeit zu haben, Küppers. Bevor wir tätig werden, haben wir hunderte von Hinweisen ausgewertet. Meinen Sie, wir würden Wolpe überhaupt kennen? Wenn wir nur einen Hinweis gehabt hätten, dass sich hier ein aktives Drogenzentrum gebildet hat. Hackenberg kann kein Großdealer gewesen sein. Der Mann hatte nichts auf der Tasche. So. Nichts auf der Tasche. Dann schauen Sie mal. 88.000 Mark in den letzten 12 Monaten. Immer in kleinen Portionen, bar eingezahlt. Was glauben Sie, was das für Geld war? Das heißt noch lange nicht, dass hier ein Bandenkrieg tobt. So. Dann schauen Sie mal. Bitte. Na und? Grüne Männchen. UFOs, genau. Nur, dass die zur Konkurrenz gehören und auf die Ware warten. Sie wissen auch sicher schon, was das für ein Kasten ist. Leider noch nicht. Könnte gefährlich sein. Jedenfalls im Nachtsichtgerät strahlt er stark. Halten Sie es tatsächlich für möglich, dass es hier zum Schusswechsel kommen könnte? Gut möglich, aber damit haben Sie ja nichts zu tun. Natürlich nicht. Wir sollen ja auch bloß in 40 Tonnen aufhalten. Und was ist, wenn er sich nicht aufhalten lässt? Dann müssen Sie eben zur Seite treten, Herr Küppers. Sie können sich selbstverständlich auch weigern. Nein, das kriegen wir hin. Das ist überhaupt gar kein Thema.